Ja, hi, ich bin Paul. Ich bin Teil der zivilgesellschaftlichen Gruppe Decolonize Erfurt hier in Erfurt. Wir stehen gerade am Rande des Nettelbeck-Ufers und haben hier unsere Infoveranstaltung zur Umbenennung des Nettelbeck-Ufers. Das ist eine Initiative, die wir als Gruppe gemeinsam mit dem ISD, der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, gestartet haben, weil wir im Zuge unserer Recherchen zur kolonialen Vergangenheit Erfurts darauf gestoßen sind, dass Joachim Nettelbeck, der Namensgeber dieser Straße, unter anderem am Versklavungshandel sein Geld verdient hat. Er war Koloniallobbyist, er hat sich dafür eingesetzt, dass Preußen Kolonien erobern soll. Er war in der Verteidigung Kolbergs beschäftigt, sinnlosen Verteidigung Kolbergs, und er wurde auch in der NS-Zeit zu einer Propagandafigur gemacht. Und wir sehen es wir sind der Meinung, dass Straßennamen Teil des Selbstverständnisses einer Gesellschaft und in diesem Fall der Stadt Erfurt sind, und wir glauben nicht, dass so eine Person repräsentativ stehen darf für uns als ErfurterInnen. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, uns dafür einzusetzen, dass das Nettelbeck-Ufer in Gerd-Schramm-Ufer umbenannt wird. Gerd Schramm war ein schwarzer Mensch, geboren hier am Nettelbeck-Ufer, der mit 13 Jahren in das KZ Buchenwald interniert wurde und dort dann wegen seiner Hautfarbe Unglaubliches erleiden musste. Er hat daraus Stärke gezogen und wurde in der DDR und später auch in der BRD zum antifaschistischen Aktivisten und hat dafür unter anderem das Bundesverdienstkreuz erhalten. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass Gerd Schramm diese Ehrung eines Straßennamens bekommt, während wir uns gleichzeitig dafür einsetzen, dass diese Joachim Nettelbeck aberkannt wird. Genau, und deswegen sind wir heute hier und wollen einfach über unser Forum informieren, über verschiedene Aspekte der Umbenennung informieren, haben verschiedene Gäste hier, die da sehr interessante Dinge zu sagen haben. Genau, und hoffen einfach auch in den Kontakt mit den Anwohnerinnen weiterhin zu kommen. Ja, ich bin heute auch hier, um die Initiativen zur Umbenennung des Nettelbeck-Ufers zu unterstützen. Es gibt zwei Gründe und die sind überzeugend. Zum einen die Person Joachim Nettelbeck als Profiteur des Sklavenhandels, als glühender Nationalist. Da gibt es überhaupt nichts, was man würdigen und ehren kann durch so einen Straßennamen. Und zum Zweiten der Vorschlag Gerd Schramm, der überzeugt. Also Gerd Schramm, hier geboren am Nettelbeck-Ufer, als junger Schwarzer dann im KZ Buchenwald gefangen und überlebt zum Glück. Und in den Jahren dann danach und zuletzt vor allem wahnsinnig aktiv an seinem neuen Lebensort Eberswalde in Brandenburg im lokalen Bündnis gegen Rechts, in der Arbeit mit Schülern und Schülerinnen, um auf die Gefahren des Rechtsextremismus hinzuweisen. Und wir müssen Gerd Schramm würdigen. Wir müssen uns mit Nettelbeck auseinandersetzen, aber einen Straßennamen verdient er nicht.